So lernt man sich kennen. Hallo Frau Steffens. Hallo. Sagen Sie auch erstmal ein bisschen was zu Ihrer Person. Ja, also ich heiße Barbara Steffens, ich bin für die Grünen im Landtag als Landtagsabgeordnete, bin 47 Jahre alt, habe 2 Kinder, einen 6-Jährigen und einen 14-Jährigen. Ja, und bin halt so ein Stück weit auch für den Themenbereich, der heute hier stattfindet, nicht für die Kunsthälfte, aber für die andere Hälfte zuständig für meine Fraktion. Sehr schön, dann bin ich etwas älter, habe 2 Töchter, die auch älter sind, so passt das wunderbar. Für alle, die es noch interessiert, kann ich das mal eben einschließen lassen. Gut. Ich habe hier eine Frage aufgeschrieben, und zwar für Sie. Ne? So, was sollte sich ändern, dass alle Menschen so am kulturellen Leben teilnehmen können? Also wie müsste sich im Prinzip so die Kulturlandschaft, die Kulturbetriebe, wie sollten die sich ändern? Und das ist ja immer noch etwas schwierig. Ne? Merkt man so heute, das ist sehr, sehr viel Aufwand. Und was ist so Ihre Meinung dazu? Also in dem ganzen Kulturbereich, denke ich, so sehr viel zu Hochkultur, also was sehr viel sehr teuer, mit sehr viel Geld finanzierte Kultur ist, die für sehr wenige Menschen eigentlich zugänglich ist. Und ich finde, zum einen müsste es da ein Stück mehr Normalität geben, dass also Schauspielhäuser, Opernhäuser, dass alles wirklich barrierefrei ist und dass auch Menschen, egal wie hoch ihr Einkommen ist, einfach die Möglichkeit haben, in den Genuss dieser Kultur zu kommen. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, dass alle diese Kulturbereiche auch geöffnet werden und dass auch auf der Bühne mehr Normalität eintritt. Also, dass wir auch auf der Bühne eher mal Menschen mit Behinderung, genauso wie Menschen ohne Behinderung, auch zusammen sehen. Und da, denke ich, ist in den Köpfen noch ganz, ganz viel an Barriere, dass es deutlich getrennt wird. Das kann ich nur unterstützen. Und ich möchte es nur mal an einem Beispiel machen. Entschuldigen Sie, ich mache jetzt mal einen kleinen Exkurs, weil ich ja selber als Künstler auch unterwegs bin. Wenn ich sehe, dass in einem städtischen Theaterbetrieb, ich nenne jetzt nicht die Stadt, 6 Menschen rumstehen, um eine Bühnenwand zu verrücken, diese Menschen werden alle bezahlt. Und ich sehe einen freien Kulturbetrieb, wo der Zivi in seiner Freizeit das Gleiche in einem Zehntel der Zeit macht, kann man da, glaube ich, auch noch viel verändern. Sehen Sie das ähnlich? Ja, man kann auf der einen Seite in dem, ich sag mal, teuer bezahlten Kulturbereich einsparen, aber ich finde auch noch einen anderen Bereich ganz wichtig, nämlich den, dass man wirklich mehr Normalität hat in Menschen mit Behinderung, die Kultur schaffen. Also ich selber bin in Mülheim auch mit in einem Verein Art Obscura, das heißt einfach, dass man auch akzeptiert, dass es unterschiedliche Ausdrucksformen von Kultur gibt. Ich fand eben, das ist ein ganz klassisches Beispiel, ich fand das großartig, diese Lesung. Und ich finde einfach dieses mehr an Normalität und mehr auch wirklich es zulassen, andere Formen von Kunst zu akzeptieren und auch an sich ranzulassen, das finde ich einfach wichtig. Und ich habe eben so ein Beispiel erzählt, was ich, als ich relativ jung war, erlebt habe. Da war ich 20, da war ich in Berlin. Und eine Freundin von mir hatte einen Lebensgefährten, der Galerist war. Und der hat also eine Galerie, wo Bilder ausgestellt werden, die dann sehr teuer auch verkauft werden. Und der hat dann einen Abend eingeladen, ganz viele Leute. Es hingen viele Bilder an den Wänden und man konnte mit Geld bieten, was man eigentlich kaufen will. Und das haben alle möglichen Leute gemacht, weil die Bilder waren super. Die waren einfach toll, die da hingen, von ganz unterschiedlichen Künstlern. Und am Ende, bevor die Bilder dann verkauft wurden, hat er die Künstler reingebeten. Und das waren Menschen mit Behinderung. Und es gab plötzlich ein Raunen und es gab Leute, die gesagt haben, dafür wären die Bilder aber dann zu teuer und dann wollten sie die doch nicht haben. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, und genau das ist es, die Bilder werden gar nicht verkauft, weil für das Geld bekommen sie die nicht, sondern es ist einfach eine Inszenierung, um zu zeigen, wie die Schere im Kopf ist. Nämlich es geht den Menschen gar nicht um die Kunst und es geht ihnen nicht darum, ob das Bild schön ist oder nicht schön ist oder ob es gefällt oder nicht, sondern es geht darum, kann man damit Geld machen, ist der Künstler jemand, der einen Namen hat und dann ist es ein Mensch, der eine Behinderung hat oder nicht. Und das fand ich sehr beeindruckend und das zeigt, wir sind noch lange nicht bei einer Normalität angekommen und ich denke, die brauchen wir in vielen Lebensbereichen, dann schaffen wir es auch, sie in der Kunst zu bekommen und ich finde, wir müssen in der Kunst einfach ein paar Schritte vorangehen und ein bisschen mehr Normalität schneller herstellen als in anderen Lebensbereichen. Kann ich alles unterschreiben. Vielen Dank, Frau Steffens.